Moin Moin und Heidi Ho, ihr Lieben, willkommen zurück bei Harveys neuen Augen. Wir haben endlich das Verbot umgangen, dass wir nicht mit Feuer spielen dürfen. Harvey-Puppe kann man leider, glaube ich, immer noch nicht mitnehmen. Du sollst nicht lügen. Aber dafür können wir jetzt mit Feuer spielen und die dunkle Ecke erleuchten. Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Oh, eine Fackel. Wie praktisch. Die kann man doch bestimmt anzünden. Hehehe. Mit Hilfe der Fackel konnte Lilly endlich die geheimnisvolle Halterung inspizieren. Was für eine Überraschung! Es war eine Fackelhalterung. Von dem versprochenen Geheimgang fehlte jedoch nach wie vor jede Spur. Man sieht ihn ja auch überhaupt nicht. Irgendwo hier musste diese Geheimtür sein. Tatsächlich! Ein Geheimgang! Garrett hatte also wieder einmal recht behalten. Überraschung. Lilly! Du hast es geschafft. Perfekt. Ich glaube, du bist nun endlich bereit, die Wahrheit zu erfahren. Tja, wo soll ich nur anfangen? Am Anfang? Fangen wir mal mit Garrett an. Na, vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen. Mein voller Name ist Chief Deputy Garrett Gordon Gardengore. Ich arbeite als verdeckter Ermittler für das Jugenddezernat. Ich wurde undercover in dieses Kloster eingeschleust, um die Oberin zu observieren. Meine Aufgabe ist, Beweise zu finden, dass ihre Erziehungsmethoden gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen. Aber der weitaus größere Fisch ist Dr. Marcel. Gegen ihn ist die Oberin die reinste Nonne. Lilly konnte kaum glauben, was sie da hörte. Aber nun ergab alles einen Sinn. Der geheime Raum, die Abhörapparate und die seltsamen Stimmen, die sie nachts immer hörte. All das fügte sich nun zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen. Ich will ja nichts sagen, aber wenn man hier so eine teure Einrichtung installieren muss, um mitzukriegen, dass hier die Kindesrechte nicht so ganz sauber laufen, dann muss man eine sehr dämliche Behörde sein. Bevor du mir deine Fragen stellst, lass mich noch kurz eine Sache zu dieser Hypnose loswerden. Diese HW-Hypnose ist eine teuflische Erfindung des Doktors. Er nutzt offenbar diesen Stoffhasen, um dir seinen Willen aufzuzwängen. Wenn wir hier raus wollen, dann musst du dich gegen diese Verhaltensregeln zur Wehr setzen, die er bei dir installiert hat. Ähnlich wie das Verbot, mit Feuer zu spielen, kannst du auch die anderen Blockaden umgehen. Juhu! Dafür musst du dich allerdings wieder in Trance versetzen. Die erste Herausforderung wird sein, das Schulgelände zu verlassen. Es wurde dir von der Oberin verboten. Und aufgrund der Blockade ist es dir nicht möglich, ungehorsam zu sein. Der Trick ist auch hier, das Problem während der Trance zu bekämpfen. Wir sollten das Problem vor Ort angehen. Okay. Ne. Lass mich ausreden. Wie gesagt, Dr. Marcel ist der viel größere Fang. Die Polizei ist ihm schon seit längerem auf den Fersen. Er steht unter dem Verdacht, illegale Therapiemethoden einzusetzen, um Kindern ihrer Kindlichkeit zu berauben. Und die Hypnose, die er an dir durchgeführt hat, festigt diesen Verdacht. Die Polizei rufen? Lilly, ich bin die Polizei. Ich kann dir helfen und dich in Sicherheit bringen. Wir müssen nur irgendwie vom Schulgelände herunterkommen. Der beste Weg ist wahrscheinlich, den Spuren deiner Freundin Edna zu folgen. Aber erst einmal wollte ich ja deine Fragen beantworten. Also? Keine Fragen? Aber na gut. Auf zum Schaukelbaum! Aber auch er wundert sich nicht, dass hier so viele Kinder ums Leben kommen. So, wir haben hier eine verkohlte Taube. Können wir die mitnehmen? Nee. Kann ich das Wollknäuel mitnehmen? Nö, lieber um Klappe zu machen.
Edna folgen. Okay. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa das Schulgelände verlassen, oder? Das hat die Oberin doch verboten. Und du weißt ja, du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Man kann viel Spaß haben, ohne sich den Regeln der Erwachsenen zu widersetzen. Wir könnten deine Murmeln nach Farben sortieren. Wow. Oder uns einen Abzählreim fürs Wäsche zusammenlegen ausdenken. So verlockend sich die Anregungen des lustigen Hasens auch anhörten, Lilly musste durch den Zaun und Edna finden. Da war schon wieder dieser lustige Hase von vorhin. Einerseits freute sich Lilly über die Gesellschaft, andererseits wollte er sie nicht vom Schulgelände lassen. Und Lilly sah gar keine Schnur zum Hypnotisieren. Sie brauchte einen besseren Plan. Ah, guck mal, wir haben hier doch das Wollknäuel. Eigentlich sollte das Wollknäuel ja als Symbol der Freundschaft für alle Zeiten in der Schatztruhe bleiben. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Dann können wir das Wollknäuel an Harvey befestigen. Was hast du da? Darf ich das mal sehen? Aha. Oh, ein Wollknäuel. Yippie. Das ist ja... Wookie. Wookie. So. Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. In der Ferne sah sie die Riesenoberin vor ihrer Höhle umherstapfen. Und dort, wo in der Realität das Loch im Zaun geklafft hatte, gab es hier ein Spinnennetz, in dessen Mitte eine riesige Spinne hockte. Dies musste der zweite Dämon sein, den es zu bezwingen galt. Na gut. Zwischen all den abgenagten Menschenschädeln lag eine Rippe, die Lilly an das Horn eines Einhorns erinnerte. Lilly war begeistert. Könnt ihr euch noch an die Geschichte von der Oberin erinnern, was die mit ihrer Tarantel gemacht hat? Eine riesige Spinne blockierte den Pass, der vom Berg hinabführte. Ihre Augen funkelten angriffslustig. Ob sie sich wohl streicheln ließ? Reden wir mal mit der. Wurde dir nicht gesagt, dass du das Schulgelände nicht verlassen darfst? Man darf Erwachsene nicht widersprechen. Aber weil du ein braves Kind bist, weißt du das ja bereits. Das wusste Lilly in der Tat. Aber Garrett hatte auch gesagt, dass sie hier im Kloster nicht länger sicher war. Die Regeln der Erwachsenen schienen Lilly plötzlich lückenhaft. Wie konnte sie dem Spinnendämon nur beibringen, dass die Oberin auch nicht immer recht hatte? Schockelbaum ist hier heile, aber wir haben hier eine Terngrube. Was können wir der Spinne jetzt auf die Stirn kleben? Lilly war gespannt, ob das wohl irgendeinen Effekt haben würde. Sozi! Sozi! Als Lilly sah, wie die riesige Oberin die Spinne in den Arm nahm, wurde ihr ganz warm ums Herz. Plötzlich wirkte die Oberin gar nicht mehr so groß und erwachsen. Mit einem wohligen Lächeln auf dem Gesicht erwachte sie aus ihrer Trance. Wie praktisch. Yay, du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Huhu. Lilly hatte die zweite Blockade gelöst. Sie konnte zwar nur ein Verbot zur Zeit umgehen, aber das war besser als nichts. Genau. So. Oh, wir sind schon in Kapitel 2. Ja, gut, haben wir halt nicht die Folge mit Beginn Kapitel 2 begonnen. Was soll's. Aber ich fand, das war jetzt ein bisschen zu kurz, um die Folge schon zu beenden. Als Lilly den Klosterberg hinabstieg, hatte die Dämmerung bereits eingesetzt. Du bist spät dran. Wo warst du nur so lange? Da. Spar dir das. Da. Es gibt eine Zeit des Redens und eine Zeit des Handelns. Und es gibt diese dritte Zeit.
die Zeit des auf der Polizeiwache Hockens und Formulare ausfüllens. Und diese Zeit ist jetzt. Was ist denn jetzt noch? Ach, sag nichts. Du willst deine Freundin, diese Dings, na, diese Edna finden, stimmt's? Aha. Ich dachte mir gleich, dass das Mädchen Überstunden bedeutet. Aber falls sie wirklich noch lebt, gehört das wohl auch zu meinen Pflichten. Wobei ich es für viel wahrscheinlicher halte, dass Dr. Marcel sie bereits gefunden und in einem Gartenhäcksler zu Schweinefutter verarbeitet hat. Wenn dem so ist, dann finde ich das auch raus. Du musst dir also keine Sorgen mehr um deine kleine Freundin machen. Warum muss ich auch immer so verdammt mitfühlend sein? Es ist ein Fluch. Na gut. Du wartest hier, während ich weitere Ermittlungen anstelle. Voller Plan. Den Weg zur Anstalt überwachen. Vielleicht erfahre ich auf diese Weise etwas. Wenn ich etwas herausgefunden habe, gebe ich dir das Signal. Ich imitiere ein Huhu, Huhu und so weiter. Du wirst das schon mitbekommen. Warte hier. Garantiert. Es dauert sicher nur wenige Stunden. Jo. Voll gut. Lilly war sehr froh, dass Ednas Schicksal nun in den Händen dieses äußerst kompetenten Jugendermittlers lag. Dennoch hätte sie ihn gerne auf die Karte mit dem Weg zu Ednas Versteck hingewiesen. Doch Garrett war bereits verschwunden. Lilly riskierte selbst einen Blick auf die Karte. Sie konnte den Moorsee von hier aus sehen. Ednas Versteck konnte ja nicht weit sein. Du willst doch nicht im Dunkeln ins Moor laufen. Weißt du denn nicht, dass das sehr gefährlich ist? Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Zum Beispiel das Landwirtschaftsmuseum. Schnarch. Oder das Berufsinformationszentrum des Arbeitsamtes. Langsam fand Lilly den lustigen Stoffhasen gar nicht mehr so lustig. Trotzig riskierte sie einen weiteren Blick auf die Karte. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Das tut mir leid. Ich wollte dich bestimmt nicht erschrecken. Wir sind doch Freunde. Und mit Freunden macht man keine Scherze. Harvey war mir im letzten Teil ein bisschen sympathischer. Auch wieder schön, hier sieht man wieder die Anstalt. Hey! Hey! Dumme Karte! Lilly kam gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie das flüchtige Topografie-Utensil durch ein vergittertes Fenster verschwand. Das musste das Polizeiauto sein. Die Gitterstäbe legten nahe, dass es sich hierbei um einen Löwenkäfig handelte. Ein Pizzakarton. Keine Ahnung, wofür ich die Chilischoten brauchen könnte, aber ist immer gut, sowas mitzunehmen. Dass man hier alles mitnehmen kann, ist sehr witzig. Die Karte lag außer Reichweite. Ich ahne schon, worauf das hinausläuft. Aber reden wir mal mit dem Polizisten. Vielleicht kann er uns ja helfen. Was? Oh, puh. Nur ein kleines Mädchen. Was irrst du hier so rum, mitten in der Nacht? Hast du gar keine Angst, dass dich die Irren erwischen? Das solltest du aber. Also husch, zurück in dein Bettchen. Oder willst du etwa eine Anzeige erstatten. Aha. Oh je, oh je. Das musste ja eines Tages passieren. Und wen willst du anzeigen, wenn ich fragen darf? Ah, Dr. Marcel. Doch nicht etwa Dr. Marcel, oder? Aha. Psst, nicht so laut. Der Doktor ist ein einflussreicher Mann. Wir wissen zwar alle, dass er etwas auf dem Kerbholz hat, aber mit solchen Anschuldigungen muss man sehr vorsichtig sein. Solange du mir keine Beweise vorlegst, kann ich dir leider nicht helfen. Du schon wieder? Willst du etwa wieder Anzeige erstatten?
Aha. Oh je, oh je. Das musste ja eines Tages passieren. Und wen willst du anzeigen, wenn ich fragen darf? Doch nicht etwa dich selbst, doch, oder? Aha. Ich bitte dich. Was will so ein kleines Mädchen wie du schon groß ausgefressen haben? Kinder in deinem Alter sind ja nicht einmal straffähig. Der einzige Grund, ein so junges Ding wie dich einzusperren, wäre eine Ausnüchterungsmaßnahme. Aber so artig wie du aussiehst, weißt du sicher, dass du keinen Alkohol trinken darfst, richtig? Aha. Na siehst du. Wenn du darauf bestehst, kannst du dich natürlich trotzdem gerne einem freiwilligen Alkoholtest unterziehen. Der Apparat ist gleich dort drüben an der Wand. Aber solange du nichts getrunken hast, kann ich dich auch nicht verhaften. Okay, damit ist ja wohl klar, wir müssen irgendwie was trinken, damit wir da in die Zelle reinkommen. Schauen wir uns aber erstmal noch ein bisschen weiter in diesem Dorf um. Oder machen wir hier einen Break? Ich würde sagen, wir machen hier einen Break und arbeiten dann in der nächsten Folge an unserer Alkoholisierung. Diese Folge dann dementsprechend wieder ein bisschen kürzer. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Es kommt auf jeden Fall eine neue Folge. Ja, ich gucke gerade. Ja, ich hatte das Mikro wieder eingestellt. Ich hatte das vorhin einmal kurz ausgestellt, weil ich niesen musste. Genau, also Likes, Kommentare etc. Ich freue mich immer drüber. Lasst auch irgendwas davon da. Oder auch nicht. Aber ich finde es schöner, wenn doch. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.